Nachdem wir das Wort der Heiligen Schrift gehört haben, frage ich euch jetzt vor Gott und seiner Gemeinde, Martin von Platt, willst du Henriette als deine Ehefrau aus Gottes Hand annehmen, sie lieben und ehren, Freude und Leid mit ihr teilen und ihr die Treue halten, bis der Tod euch scheidet? So antworte, ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Henriette Schönberg, ich frage dich, willst du Martin als deinen Ehemann aus Gottes Hand annehmen, ihn lieben und ehren, Freude und Leid mit ihm teilen und ihm die Treue halten, bis der Tod euch scheidet? So antworte, ja, mit Gottes Hilfe. Henriette Schönberg, ich frage Sie, wollen Sie Martin als Ihren Ehemann aus Gottes Hand annehmen, ihn lieben und ehren? Sie wissen sicher auch schon, mit wie vielen ich wie oft im Bett war, oder? Was, Frau Schönberg? Fräulein, wenn ich bitten darf. Fräulein Schönberg, pardon, Fräulein Schönberg, ich frage Sie... Was findest du eigentlich an mir? Na, sag was. Henny, können wir das nicht später besprechen? Was dir an mir gefällt, will ich wissen. Also. Ja, alles. Alles gefällt mir an dir, das weißt du doch. Ich weiß aber nicht mehr, was mir an dir gefällt. Das ist ja eine Unverschämtheit. Siehst du, das zum Beispiel gefällt mir an dir. Dein Humor. Deine ganze lockere Art. Deine Direktheit. Außerdem war das meine Mutter, da kann ich doch nichts dafür. Du hast nichts dagegen unternommen. Was hätte ich denn tun sollen? Außerdem heißt es, sieh dir deine Schwiegermutter an, bevor du heiratest. Nein, nein, das heißt jetzt bei der Braut, nicht beim Bräutigam. Du bist ein Macho, Martin. Henny, bitte sag jetzt ja mit Gottes Hilfe. Dein Vater ist ziemlich arrogant, also auch nicht das Gelbe vom Ei. Nee, so kann man das nicht sagen. Wir könnten doch zusammen abhauen und irgendwo alleine heiraten. Henny, bitte hör jetzt auf. Ich bin ja. Und dann versprich mir, dass wir irgendwo ganz weit wegziehen und nochmal ganz von vorne anfangen, ja? Was ist? Du hast schon richtig gehört, also versprich es. Herr Pfarrer, Sie sind mein Zeuge. Versprich es. Henny, treib es nicht auf die Spitze. Wir sind hier in der Kirche. Willst du das Ganze zu Hause machen, kapiert? Es geht weiter. Alles klar? Ja, mit Gottes Hilfe. Bitte, Herr Pfarrer. Henriette Schönberg, ich frage Sie. Wollen Sie Martin als Ihren Ehemann aus Gottes Hand annehmen, ihn lieben und ehren, Freude und Leid mit ihm teilen und ihm die Treue halten, bis der Tod euch scheidet? So antworten Sie klar und deutlich. Ja, mit Gottes Hilfe. Nein. Wie bitte? Es tut mir leid.